Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Letzte Folge haben wir uns hier auf die Rambert-Ebenen begeben und haben unsere Schwester wieder getroffen, die auch mitbekommen hatte, wie wir damals gestorben waren. Und jetzt gehen wir zusammen auf die Suche oder reisen wir zusammen, wie es aussieht, wurde sie auch verschleppt. Und jetzt gehen wir zurück nach Hause fliehen. Ich habe sie ausgerüstet mit Uli, zwei Spinell. Vielleicht nochmal, was ich mit Spinell meine, und ein Kristall, der sie ein bisschen levelt, weil das Problem ist, sie ist ja jetzt die niedrigste im Level von uns allen. Das wollte ich ein bisschen ändern, deswegen habe ich erstmal XP gegeben. Dann probieren wir es gleich mal aus. So, wir fangen an mit Beschleunigung ist nicht gut. Wir machen mal sich langsamer. Das wird nötig. Blockieren. Versteinern. Boom. Ah, okay. Er kontert also normal physische Angriffe. Versteinern. Gelähmt. Wir haben die Stelles, ne? Gut, dann blocken wir. Ah, ich hab's, als wenn ich's gewusst hätte. Versteinern. Juhu, Versteller. Ganz knapp. Und jetzt Doppelangriff. Boom. Er kontert keine Unterbrechung, er kontert körperliche Angriffe. Und jetzt wird echt Zeit mal für eine Heilung. Die ist ziemlich gut mit ihren Effekten auf ihren Angriffen, finde ich. Und schwach ist sie auch nicht, aber das liegt auch ein bisschen an Ausrüstung. Auf jeden Fall ist sie aus meiner Sicht her auch ein. Ach Mist, ich bin zu langsam. Aus meiner Sicht ist sie auch ein Allrounder. Ein Allrounder mit Buffs und Debuffs, was ziemlich geil ist. Aber Aurora kann sich auch buffen. Die Schwerter sehen ziemlich gleich aus, nur dass so Auroras größer ist, oder? Warum hat die kleinere ein größeres Schwert? Locken. Aber mit Kraft, okay, gut. Dann machen wir dich jetzt fertig. Er kontert körperliche Angriffe. Steiner! Ah, gut. Kann nur kontern, wenn er es überlebt. Ihr seht, kriegt die 100 EP mehr. Das ist nicht viel, das sollte jetzt erstmal reichen. Damit ihr aufholt. Was für ein Ort, entsetzlich und hart. Die finstere Wildnis eines Elfenlands. Nichts für edle Geschöpfe unserer Art. Wo hast du die Magie erlernt? Und was sind das für schöne Schwingen? Die Walddame legte mir die Sterne offen. Ah, du hast sie auch getroffen? Mich beschenkte sie mit magischen Ringen. Wenig bot sie mir, nur diese kleine Flöte hier. Ich bin deine ältere Schwester. Du bist noch so klein und schwach. Nicht doch, die Krone schützt mich vor Ungemach. Wieso hat sie die Krone eigentlich? Sie hatte sie vorher auch schon, als sie aufgewacht ist, oder? Wo kommt die Krone? Hatte die immer aufgehabt? Das habe ich mich nie gefragt. Ach genau, was ich einfach noch zeigen wollte, und zwar, hier sieht man es nicht, habe ich ihr Spinell gegeben. Die Angriffskraft 15% ist ziemlich gut. Das ist die kleinste Variante. Das darf ich auf Aurora fällt auch raus. Und wir haben nicht so viele Okoli. Und jede Runde beginnt 5% weiter auf vorne auf der Zeitleiste. Auch ziemlich gut für jemanden, der mit Shadows-Effekten angreift. Und der dritte war halt für XP. Spinell kombiniert man, indem man Diamanten mit Onyx kombiniert. Also den schwarzen mit dem weißen. Also braucht man jeden Kristall einmal und dann kann man es machen. Tür zu. Wasser von oben. Da komm ich hoch. Juhu, ich hab's tatsächlich geschafft. Ein Stein. Einfach mal schieben. Jetzt ist ein Berg, also schieben wir ihn nach links. Ich hab die Truhe gar nicht. Nein, ich will die Truhe. Gebt mir die Truhe. Öffnen.
hier noch was oben? Ne, hier war ich auch schon, glaube ich, oder? Oh, da ist noch was. So leicht vergisst man Sachen. Jetzt haben wir also erstmal ein Geschwisterduo, mit dem wir ein bisschen rumkämpfen. Schön. Oh, toll. Da ist ein Schalter. Lass los! Ich, manchmal will sie nicht anfangen, manchmal will sie nicht loslassen. Also auch hoch. Was soll denn das? Cool. Ich habe von unten auch lang gekonnt. Sehe ich da unten gerade. Zurück. Kann man da unten auch lang? Oder war ich schon? Nee, ne? Aha. Lauf! Flieg! So. Ein Stein. Okay. Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt mit dem Kristall viel Damage. Okay, wie fange ich an? Ich fange an mit... Beschleuniger Aurora. Waffe Aurora. Ich blocke. Hammer, er blockt. Hammer, wen? Aurora, ist mir egal. Handeln. So, sehr schön. Erstmal so. Zerbrochen und jetzt. Die alle! Boom! Erstmal blocken, ist vielleicht besser. Okay. Ich block auch erstmal. In der Kraft habe ich kein gutes Gefühl. Vielleicht schaffe ich es ja rechtzeitig. Nein, ich auf den! Ich habe es geschafft. Kontern körperliche Angriffe. Aber es ist die einzige Sache, die alle angreift. Oh. Ich habe Aurora. Nein! Ach, jetzt habe ich wieder Unglück und spiele wieder nicht so schön. Ach, sie kann ja nicht heilen. Jetzt also 7 habe ich momentan. Verteidigen. Kann ja sein, dass erstmal einen ausschalten. Da hinten sieht aus, als. Kann das sein, dass wir fast besiegt sind, aber? Ich greife den mal an, weil der auch am vordersten ist. Alle, boom! Ah, jetzt sind die beiden Steine fast besiegt. Ausgewichen, sehr schön. Ding. Na. Weiß er nie. Zum Glück habe ich das gemacht. Zum Glück. Ha. Sind wir sehr stark? Mit denen, der hat kein Schild. Und aus denen wird er zurückschreckt. Boom. Sieht. Ich besiege. Was? Ja, also die Mobs werden schon anspruchsvoller. Ich merke das schon. Ist er auch besiegt? Ne, ach ne, ist aber gelähmt. Das heißt, ich kann den erstmal ignorieren. Boom. Ich krieg Aurora auch noch gleich. Boom. Das war's. Was, er lebt immer noch? Nein! Okay. Ja, die gehen schon ganz schön hart ran hier. Na gut, dann wird es mal Zeit, dass wir heilen. Zum Glück kann sie heilen. Das ist so praktisch. Heilen wir mal. Die Heilung ist auch mal stärker. Sehr schön. Steinern.
Steiner ist Standardangriff. Eigentlich ziemlich praktisch, weil er auch nur 20% die Chance hat zu versteinern. Deswegen kriegt er den Standardangriff ziemlich gut. Ach, gewonnen. 2000 Erfahrung. Hört die erste Level ab, sehr schön. Geschliffener Smaragd. Hey, eine sprechende Fee. Nein, ein Glühwurm, gnädige Frau. Wieso guckt er so grimmig? Fee klingt doch viel cooler als ein Glühwurm. Ah, du bist so erfrischend blau. Aurora, der Käfer passt zu dir haargenau. Was? Blau und Rot passt doch überhaupt nicht zusammen. Grunze, bist du das, was wir suchen? Heilung? Ah, ich hab mich selber geheilt. Ich spamme eh. Nö. Ich weiß nicht, wie ich rausfinden soll, welches Schwein davon das Richtige ist. Vielleicht hat einfach irgendeins davon ein Symbol auf dem Körper? Hm. Jetzt geht's hier wieder hoch. Ach nee. Hier oben haben wir sie getroffen, ne? Oder? Die Tür hier ist aber zu. Ich glaube, wir haben sie hier getroffen. Ach so, da drüben ist der Stein wahrscheinlich nicht mehr drauf oder so. Obwohl, hat man das hier? Bin mir nicht sicher gerade. Dass man wirklich hier war. Ah. Ja, da ist eine öffnete Truhe. Ich muss da oben schon. Hier bin ich zurückgegangen, glaube ich. Genau. Ach, ich bin fast tot. So, wahrscheinlich schließt sie schon nach Zeit wieder und es war doch da, wo wir sie getroffen haben. Los! Ah, okay. Ich glaube, wir haben sie hier getroffen. Gut, dann haben wir das hier unten auch. Ah! Sehr schön. Oh, manchmal, da komme ich auch so hin. Eine Geheimtür. Ach ja. Oh ne, ich habe eben was gesehen. Ah, okay, geht auch noch. Das ist schon wieder irgendwas Fieses. Wahrscheinlich haben die Wasserschwäche. Mir aber relativ egal eigentlich. Ach nö, warum müsst ihr immer körperliche Sachen kontern? Wieso? Schrumpfung? Ah, die sind auch nicht gerade schwach, die Viecher. Das ist doof, mein Buffer hat halt keine Resistenz oder so. Na gut, dann greifen wir halt mit Licht an. Machen wir erstmal einen fertig. Er wird ja gelähmt. Ausgewichen. Aber er konnte zum Beispiel ausgewichen in den Angriffen. Ob man in diesem Spiel Magie ausweichen kann? In vielen Spielen geht es ja nicht. Ah, Mann. Auch so viel Damage zu machen. Aber ich hab das Gefühl, ich werde langsam schwächer. Tot? Ja, sehr schön, kein Konter. Schaffe ich das Buch? Unterbrechung? Konter. Ja. Naja, beim normalen Angriff hätte es genauso viel Damage gemacht. Vielleicht. Ja, gelähmt, der kann auch nicht kontern. Sehr schön, dann können wir ihn jetzt einfach tot stemmen. Nein, die ist nicht mehr gelähmt. Fischer Treffer. Ah, ist der Konter auch stärker? Nee, das hatte schon. Na, schaffe ich nicht. Blocken.
Na gut, kein Glück gehabt. Die ist auch noch lange nicht besiegt, die ist noch nicht mehr runter, so. Erstmal mit Licht an, damit sie vielleicht fast besiegt ist. Und dann besiegen wir sie mit normalen Schlag. Ja, sehr schön. Der Level ab. So muss das sein, wird bald aufgeholt. Ja, ich denke mal, ich kann das bei ihr auch wechseln auf. Ah. Ich bin Finn, freut mir an eurer Seite zu kämpfen. Wie entzückend, ein Gartenzwerg. Ja, das sage ich auch zu Leuten, die ich kennenlerne. Besten Dank, Fräulein. Was ist ein Gartenzwerg? Sicher irgendein Gerät für den Garten. Acht. So. Ich denke mal, wir vorher schon nächste Folge passt, denn diesen Geheimgang hier weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Child of Light. Tschüss Leute, schönen Tag noch.